Schritt weiter in unserem Programm. Es ist wie immer, hier auf unserer Webseite sind die neuen Files. Ich habe etwas umstrukturiert, das heißt, Sie werden das eine oder andere File, den Sie schon haben, ersetzen müssen. Tun Sie das jetzt nicht, das wird Ihnen zusammenbrechen. Das Internet geht immer. Das schafft das nicht. Das ist ein bisschen doof hier. Das ist immer automatisch, was so ungefähr so ähnlich ist, wie das, was wir jetzt machen. Und das spricht jetzt für den Algorithmus, wer das tut, dass der sagt, im letzten Jahr war es ungefähr genauso. Aber das sind andere Dokumente, mit denen haben sie nichts zu tun. Die sind vor allen Dingen deswegen gefährlich, weil die ungefähr so sind wie ihre und in dieser Art durcheinander bringen. So, wenn Sie das jetzt laden und wieder in Ihr Directory reinbringen, dann... Dann muss das ungefähr, das ist jetzt zum nächsten, das ist dann ungefähr so aussehen. Also achten Sie darauf, dass es keine weiteren Folder gibt und dass die Dinge alle blank da drin stehen, außer den Fonts. Und dann starten Sie immer mit Start. Ich kann das nochmal komplett ausmachen, dass Sie sehen, welche Dynamik das hat. So, dann starten Sie einfach immer mit Start. Damit konfiguriert sich unsere Umgebung. Es sind immer ein paar Funktionen versteckt, die jetzt ausgeführt werden. Und die brauchen wir, damit das arbeitet für Ihren Kurs. So, jetzt hat sich das alles sortiert. Jetzt haben wir hier die ganzen Vorlesungen. Und hier haben wir die Medien. Und hier sind die ersten Hilfen. Das heißt zum Beispiel auch der aktualisierte Zeitplan. So, denken Sie sich das immer wie so eine Loseblattsammlung, in dem einfach das Skript zusammengebaut wird, interaktiv. So, wenn Sie jetzt in die Vorlesung 5 gehen, dann habe ich Ihnen wieder alles zusammengefasst, was wir bisher gemacht haben. Das ist Version 4, die steht hier. Das habe ich jetzt in ein separates Dokument gemacht, das findet man immer hier unter Media, hier, MTP Code 4.0. So, wenn Sie da jetzt drauf gehen, finden Sie das. So, und hier sind jetzt Schritte, die ich Ihnen anbiete, um schnell arbeiten zu können. Lassen Sie mich mal eben gucken hier mit dem Thresh. So, das ist meine Bibliothek. So, ich zeige Ihnen, wie Sie, mehr müssen Sie im Moment also nicht lernen, wenn Sie es benutzen wollen, nicht wenn Sie es verstehen wollen. Gehen Sie jetzt hier, dann sagen Sie, der erste Schritt ist, was ist mein, jetzt wieder die Funktionen, werden jetzt alle dem System bekannt gemacht. So, das ist eine Reihe. Jetzt fragt er nach der Bibliothek, in der ich arbeiten möchte. Das ist diese. So, die Funktionen sind alle hier aufgelistet und dokumentiert. Das sind die Funktionen, die wir bis jetzt haben. So, die sind jetzt alle bekannt gemacht durch die Evaluation der Initialization Sets. So, dann kann man hier die Bücher, die Sie in Ihrer Bibliothek haben, das wird bei Ihnen eine andere Liste sein. Die kann man jetzt auswählen, Christopher Alexanders Better Language zum Beispiel. Und hier kann man jetzt testen, welches Buch ist ausgewählt. Wenn das alles so funktioniert, dann sind Sie sauber. So, wenn diese, das ist immer so, wenn einer dieser Symbole blau ist, dann ist er nicht definiert. Dann müssen Sie schauen, dass Sie den definieren. So. So, wenn Sie das jetzt so haben, dann gibt es jetzt hier zum Beispiel, Sie können den Kontext eines Characters nehmen, hier MTP Book Character Context von dem selektierten Buch. Jetzt fragen Sie nach dem Pattern in dem Christopher Alexander. Sie sagen, ich möchte gerne 12 von diesen Dingern haben, aber wir können auch 16 machen und ich möchte gerne 45 Buchstaben links und rechts davon sehen. Das ist jetzt ein bisschen viel für die. So, jetzt schieben wir mal Pattern hier und da steht jetzt, was drumherum steht. So, das können Sie mit jedem Buch machen und die dann vergleichen.
wählen Sie einfach hier ein anderes Buch aus und fragen nach Nature. Und dann kriegen Sie Nature vom Becken. Sehr einfaches, schönes Werkzeug. So, das nächste, den Word-Kontext. Hier sehen Sie jetzt, das hatten wir auch diskutiert, in dem selektierten Buch, das ist dieses hier, das Nature. Und jetzt aus einem Vokabular von 100 Büchern wählen Sie 12 oder 16 Ereignisse aus und haben dann die drei Konzepte, die drei benachbarten oder befreundeten Konzepte. So, wenn Sie das jetzt machen, dann sehen Sie, das sind quasi die Freundschaften des Konzepts Natur bei Becken. So, und wenn Sie auf einen anderen Autor gehen, dann hat das eine andere Verknüpftheit als Begriff. So, das ist das Werkzeug hier. Das nächste Werkzeug ist dieses. Das ist die Word Cloud. Hier können Sie zu dem selektierten Buch, wieder Bacon, die 24 prominentesten Worte suchen. Natur, Heat, Body. Und Sie können dann eine Word Cloud machen. So, das können Sie zu jedem dieser Bücher machen und dann ist es fertig. So, das ist auch sehr einfach zu nutzen. Sie sehen, Sie müssen gar nichts machen. Und das nächste, das ist hier, das sind die Freundschaften. So, das ist eine Map, die sagt auf das selektierte Buch, die 24 bedeutendsten Begriffe. Wie sind die zueinander in Relation? Dunkel heißt, sie sind viel Freund und weiß heißt, sie sind wenig Freund. Und jetzt kann man hier unten durch das angucken. Also zum Beispiel Motion and Bodies ist Freund bei Becken. Instant and Nature. Cold and Heat. So, das sind Begriffe, die sehr häufig in Nachbarschaften zueinander stehen. So, und das ist eine solche, das sind mal Korrelationen, oder ich sage einfach, das sind die Freundschaften der Konzepte in einem Buch von einem Autor. Und das sind alles sowas wie Fingerabdrücke für Bücher, mit denen kriegen Sie auch die Charakteristik eines Autors und eines Buches raus, ohne das Buch zu lesen. Das heißt, Sie kriegen sowas wie ein Profil, eine Idee davon, wie so ein Buch funktioniert. So, das ist wieder ein Werkzeug, was gut funktioniert, und hier habe ich Ihnen etwas gemacht. Das zeigt Ihnen sowas wie einen Slider über ein Buch. Jetzt können Sie zum Beispiel von Nature und von Anybody und Cold and Heat. Und Heat. Nehmen Sie das auf Roger Bacon. Und das ist jetzt, das ist das Buch. Und jetzt hat er ihn hier so einen Slider gemacht. Und jetzt sehen Sie, dass Sie hier, oder wir können auch den Slider in ein Dokument machen. Copy, paste. Na, nehmen wir mal hier, copy. Na. Okay, now then. Gehen wir nochmal hier, copy. Wir können das in irgendeinem. Also, okay, jetzt haben wir es hier. Das heißt, Sie können jetzt in diesem Dokument arbeiten und jetzt haben Sie hier von Roger Bacon, das können Sie vergessen hier oben, einen Slider. Und das sind jetzt Seiten, das ist jeweils eine Seite, das ist das ganze Buch mit allen Seiten. Und dann steht jetzt hier in der oberen Seite, da ist das Wort Cold und auf der unteren Seite ist das Wort Heat, mindestens einmal da. Das heißt, hier ist jetzt das erste Mal, dass Cold and Heat in dem Text da ist. Und jetzt kriegen wir die Seite 8 von Roger Bacon et al. Dann sehen Sie, wie der Text ist. Dann können Sie sich den Rest rauslöschen und das Zitat dann benutzen. Die Referenz ist das hier. Sie können den immer benutzen, um auf das Original von Ihrem Buch zu kommen. So ist das organisiert. Novum Organon. So, gehen Sie auf eine nächstes, dann sammeln Sie sich diese Zitate.
schon schön wieder daneben getippt. Gehen wir nochmal hierher. Da steht Heat und Cold und dann sammeln Sie sich diese Zitate und gehen auch hier hin. Da geht es wirklich drum, da ist es häufig. Und Sie können das für jeden Autor machen und kriegen dann diese Zitate. Wenn Sie jetzt also hierher gehen und machen das mit Leibniz und fragen den über Nature, fragen hier, da würde man vermutlich gehen, müssen wir die Word Cloud nehmen. Die prominentesten Wörter. Reason, Evil, machen wir das ein bisschen anschaulicher. So, Nature and Course, for example. Oder dann können wir jetzt hier schauen, was sind wichtige Paare, das hier zum Beispiel, Body and Soul. Ja. Evil and Good. Ja, Soul according. Gehen wir als Body and Soul, wenn das bei Leibniz so ist, dann können wir jetzt hier wieder so einen Strang machen. Body, Soul, von Leibniz jetzt. Und dann sehen Sie, an welchen Stellen darüber geredet wird. Hier brauchen Sie gar nicht gucken in diesen Kapiteln. Und hier häuft sich das dann. Und dann können Sie jetzt hier wieder hergehen und kriegen von Leibniz Zitate. Kopieren sich das. Können das wieder auch dazu setzen. Dann haben Sie jetzt hier von Leibniz das Buch und dann haben Sie von Bacon das Buch. Schreiben da Text zu, was immer Sie möchten, kopieren das, sich zusammen, haben die Referenzen, das ist jetzt Leibniz, kopieren sich das hier, müssen wir Text machen, so, haben dann diese Texte, wollen das Original sehen, gehen Sie hier in das Buch, gucken sich das so an und so weiter und so weiter. Ja? Soweit sind wir bisher. Kommen noch viele schöne Sachen. So, das sind jetzt die Dinge, mit denen Sie Texte quasi mit einem globalen Mechanismus, das nennt man sowas wie Statistik. Das heißt, wir haben sowas wie eine Gottessicht auf die Welt und zählen jetzt einfach aus, was da ist. So, also jetzt machen wir das alles wieder zu. Das können wir speichern und dann behält sich das alles bei. Und das, wenn Sie die Bibliothek nicht ändern, dann verschieben und so weiter, können Sie das immer so weiter benutzen. Das ist einfach jetzt hier Leibniz und das ist, jetzt weiß ich schon nicht mehr, wer war es, müssen wir halt drüber schreiben. Und dann läuft das auf die Art und Weise, wie klicken sich die Sachen so zusammen. So, und am Ende wird es vernetzt sein ins Internet, vor allen Dingen in die Bibliothek. Und wir werden jetzt sehen, wie Sie dann auf Wikipedia Bücher aus Wikipedia machen, wie Sie Ihre gescannten Bücher so machen, wie Sie aus Designboom oder aus irgendwelchen Architekturblogs das zusammenstellen. Und auf die Art und Weise wächst Ihre Umgebung und Sie können darin arbeiten. So, das wollen wir jetzt alles nicht machen. Das habe ich Ihnen hier zusammengestellt. So. Das ist an dieser Stelle. So, Länder haben wir heute in der zweiten Hälfte. Es gibt zu dem ersten Kapitel habe ich wieder ein Video, die T14. Und wir wollen jetzt hier, das sind die grundsätzlichen Strukturen. Die habe ich jetzt ein bisschen ergonomischer gemacht, ein bisschen zum Klicken, ein bisschen schön gemacht und so weiter. Aber es geht eigentlich nur darum, dass Sie von einem Buch, wenn Sie das haben, zum Beispiel die Länge der Buchstaben, also mit etwas Absolutem die Sachen zählen. Das heißt zum Beispiel einfach nur die Menge der Buchstaben zählen. Oder bestimmte Buchstabenkombinationen aussuchen. Also Länge der Buchstaben ist String Length. Also gehen wir nochmal hier auf das Text ist Book Selected. So, das war so, jetzt die String Length sind 1 Million Buchstaben. Von Leibniz
Jetzt kann man hier zum Beispiel, das ist String Next, zählt man einfach die Buchstaben ab. Das ist eine absolute Geschichte. Linear durch End. So, String Take, das haben wir jetzt an vielen Stellen gemacht. 1.100.000, das sind die Buchstaben von diesem Buch. Geht man einfach her, holt sich das Zeug raus, fertig. Keine Diskussion, super einfach. Oder dann eben diese Pattern, dass man sagt, in diesem Text mit Leibniz, wo ist der Body? Und dann stellt er fest, es sind 206 Stellen und das sind die Stellen, an denen Body ist. Alles, was ich Ihnen jetzt gezeigt habe, in dieser schönen Zusammenstellung mit dem Tool, arbeitet mit diesen wenigen Funktionen und macht das ein bisschen angenehmer zu benutzen. So, was ich Ihnen heute zeigen möchte, ist, was passiert, wenn man die Sachen dreht. Und dann gibt man andere Funktionen. Und dann wird das Ganze lustiger. So. Wir hatten es hier, das hatte ich Ihnen letztes Mal erzählt. Wie wir die Dinge formatieren können. So. Dringend drehen. So, wir können hier einfach den Text so schreiben, dann kann man das alles abzählen, Pattern suchen und so weiter. So, ganz banal. Code ist gedrehter Text. Und deswegen wird das auch so schwierig. Deswegen ist das auch, wenn Sie mit Mathematica schreiben, ein bisschen so wie auf Glatteis. Das ist, passiert Ihnen bei Word nicht. Bei Word arbeiten Sie in diesem, auf der griffigen Ebene. Da ist jeder Buchstabe, der nächste kommt der Buchstabe und so weiter. Und das, was wir haben jetzt bei dem gedrehten Text ist, dass die Dinge etwas glitschig werden. Das heißt, es kommt immer darauf an, was Sie vorher gemacht haben, und das beeinflusst immer das, was wie es sich als nächstes verhält. Also, zum Beispiel jetzt dieses Plus, und das hatte ich erzählt hier, Plus 2, 3. Da ist das jetzt so, dass Sie nicht einfach da jetzt plus 2, 3 steht, sondern dass das hier eine Struktur ist und da drin eine Form steht. So, und jetzt diese Form in der Struktur einmal gedreht wird und dann eine andere Form bekommt. Und das ist alles. So. Und jetzt haben wir hier zum Beispiel, wie Sie das formulieren und formatieren einen Text. Das hatten wir diskutiert. So, Sie gehen auf eine Zelle hier. Dann ist das hier immer eine Struktur und das hier ist immer die Form. In dieser Struktur ist wieder eine Struktur, das ist ein Text. Der geht von hier bis hier und das ist wieder eine Form. So, in dieser Form ist wieder eine Struktur und die geht von hier bis hier und hier ist die Form. Und Sie sehen, das verschachtelt sich immer weiter in diesem Räderwerk und hier ist jetzt einfach dann eine Form, die Ende ist, ein atomar ist und hier sind jetzt weitere Formstrukturen. Und hier ist wieder eine Form mit Formstrukturen. Und das wird einfach, also diese beiden hier, da sagt man einfach, das ist bold und das ist rot. So, hey, ist ein Style. Und das ist eine Liste. Nochmal, bold und rot. Und das ist blau. Das wird zur Liste zusammengesetzt und das soll ein Text, das soll als Text gelesen werden. Und das Ganze soll eine Zelle werden im Stylesheet Text. So, wenn Sie das haben, dann haben Sie eine Zelle.
Und wenn Sie sagen, say print, Conzell, dann dreht sich das so. Das ist ein merkwürdiger Selbstbezug. So, so arbeitet Word. So arbeitet das Internet und so weiter. So, was jetzt interessant ist für Sie, und so arbeitet alles. So, das Interessante jetzt mit XML, das hatte ich erzählt, ist, dass das immer Form, Struktur und beides immer geliefert wird. Fertig. So, interessant ist jetzt dies hier. Gucken Sie sich das hier an, müssen wir jetzt nicht machen können, aber ich sage einfach, statt dass ich sage, es ist eine Zelle oder Textdata, sage ich einfach eine 3D-Grafik. So, und jetzt gehe ich wieder eine Liste und jetzt sage ich rot und dann sage ich eine Sphere 000, also ein Punkt 000, Radius 1, Blue Sphere 1001, Boxed False, und wenn ich das jetzt umdrehe, kriege ich eine 3D-Grafik. Ist exakt das gleiche Spiel hier. Das ist mit dem Code so, dass Sie, gehen Sie hier, das ist das, was wir gemacht hatten, um die Webseiten zu erzeugen. So, Sie haben hier den Hypertext, gehen Sie nach Text, Sie sagen Bold von dem Hey, Italic von dem Hey, Sie machen, setzen das als Inhalt in die Form eines HTML-Textes als Paragraph und setzen das in eine HTML-Page. Wenn Sie das ausführen, kriegen Sie dieses HTML-Dokument. Und das kann ein Webserver so lesen, dass Sie dieses Ergebnis kriegen, eine Webseite. Und Sie sehen, es ist immer die gleiche Struktur, dass Sie auf eine hierarchische Art und Weise Form und Inhalt immer kombinieren. So, mehr müssen wir eigentlich nicht lernen. Wichtig ist, Form folgt nicht Inhalt, sondern das ist gedreht. Also es gibt nicht ein Erst und Dann oder dies und das, keine Ursache, es dreht sich einfach immer. Und je nachdem, was ich da als Stylebox definiere oder welchen Style ich dann wo habe, welche Form, welches Programm und so weiter, dreht es sich einfach anders, kommt eine andere Form raus. Und das will ich Ihnen jetzt hier weiter zeigen. Hier zum Beispiel ein A, also das ist jetzt eine Form. Eine Form heißt A2. Formen sind immer, also die werden immer gemessen und messen tut man immer mit Zahlen. Und die Zahl, das heißt immer realisieren, das heißt Zahlen finden und das hört auch immer nicht auf, weil man kann das, reale Dinge kann man nicht messen. Das sind immer Ideen. Also eine 2 ist eine Idee, gibt es nicht. So, wenn man das jetzt misst, dann hat man hier, das sind 2 Meter. So, aber also wir sind keine 2 Meter. Wenn man jetzt genau guckt, ist das schon ein halber Millimeter daneben. Und wenn man dann guckt, ist das nochmal 100 Millimeter daneben. Dann nochmal 1000 Millionen Millimeter. Das hört einfach nicht auf. So, das nennt man Sensibilität. Genauer messen zu können. So, jetzt haben wir etwas gemessen, das ist eine Zahl, und haben einfach gesagt, bei 2 hören wir auf. Wir sagen 2,001, wir sagen einfach 2 und der Rest interessiert uns nicht. Das ist eine Idee. Immer Ideen. So. Und jetzt kann man sagen, was machen wir jetzt mit dieser Idee? Und jetzt bringen wir die in eine Form. Wir rendern die jetzt. Zum Beispiel können wir sagen, plus A3, da kommt natürlich 5 raus. Das ist jetzt eine Maschine, die diese Idee als in Addition reinbringt. Langweilig. Jetzt kann ich aber auch, das was wir jetzt mit den ganzen Spielereien jetzt mit dem Text machen, ich kann natürlich sagen, dass A soll, das soll einfach jetzt mir die ersten beiden Buchstaben von dem Text raussuchen. Das heißt, die Form hat jetzt aber komplett andere. Weil es in einer anderen Struktur ist und gepaart wird mit einer anderen Form, kommt etwas anderes raus. Jetzt gucke ich das hier an. Jetzt sagen wir hier Grafik. Das sind immer so unsere Parameter, die das schöner machen. Rot, eine Disk, eine Scheibe.
2 Punkt, das kann man jetzt mit 2 Punkt A machen, durch Radius 1 Viertel, fertig, keine Achsen, nee, Achsen zeichnen, 256 groß auf dem Bildschirm und von minus 4 bis plus 4 in X und Y. Wenn wir das jetzt machen, kriegen wir das. Jetzt ist die 2 eine Koordinate auf einmal. Weil sie nicht eine andere Form ist, sondern weil sie in einen anderen Kontext, in eine andere Lokalität kommt. Anders mit Strukturen zusammengebündelt ist. So, jetzt gucken wir uns das hier an. Jetzt habe ich nicht viel geändert. Das ist alles gleich. Plot Range geht jetzt nicht von 4, minus 4 bis plus 4 in x und y, sondern in x und y von 0 bis 4, da muss man das ausschreiben. Das ist eine Kurzform davon. Sonst ist das gleich hier. Rot ist gleich. Hier ist unser A wieder. Und statt aber jetzt einen Kreis zu machen an 2a, sage ich jetzt einfach, ich mache ein Rechteck von einer bestimmten Zahl bis zu einer bestimmten Zahl a. Wenn ich das jetzt mache, ist 2 die Höhe von dem Balken. So, oder wenn Sie in 3D-Grafik, das machen wir mit Blender immer, das kann man ja hier auch alles machen, 3D-Grafik, dann sagen Sie, ich möchte Vertices und Edges nicht zeichnen, dann möchte ich es gerne rot haben, einen Zylinder von 0, 0, 0 bis 1, 0, 0 mit einem Radius 1, so das ist unsere Grafik. Jetzt sagen Sie den Viewport, das ist also die Kamera an den Positionen A, boxt falsch Image Size, dann gucken Sie das hier an. Dann ist das die Kameraposition für ein Bild von einem 3D-Modell. Wieder das gleiche A. Ja? So, oder gucke ich das hier an. Nehmen wir einen Fall oben, nehmen wir einen Film. Ich habe hier Filme, MTP. So, nehmen wir zum Beispiel Ex Machina, Movie. So, das ist jetzt ein Film. Und dann heißt das jetzt hier wieder eine Strukturform, dass ich den Sekunde, also 24 Frames pro Sekunde, 16 Minuten, und das heißt also jetzt die zweite Minute möchte ich gerne den Frame von der Movie haben. Kriege ich hier die zweite Minute. Das heißt, ich kann einfach nur dadurch, dass ich das A jetzt auch zum Beispiel auf den Slider bringe, durch das Movie durchscrollen. Oder ich kann den Balken groß und klein machen. Oder ich kann das Ding rumdrehen oder um den Weg rumlaufen und so weiter. Und Sie sehen, es ist immer das Gleiche. Ich kann es sogar, jetzt habe ich das alles hier zusammengefasst. Schauen Sie sich das an. Dauert alles ein bisschen zu lange, wenn ich das. Also ich habe einfach nur diese Sachen alle in eine Reihe gesetzt. Ich habe einfach eine Liste gemacht hier. Aber jetzt habe ich nicht alles kopiert. Ich habe einfach eine Liste gemacht mit all diesen Sachen, die wir jetzt gesehen haben. Nur das Movie. Movie nicht, weil das immer so eine Sekunde braucht, bis es hat. So, und dann setze ich das in eine Reihe und dann mache ich das dynamisch. So, und jetzt. So, das heißt, jetzt sagen wir hier, dann haben wir jetzt hier den Balken, die Koordinate, den Viewpoint und eine Textgröße. Die hängen alle am A. A ist hier für die Grafik, für die 3D-Grafik ist die A bei dem Viewpoint und bei dem Text ist sie bei der Font-Size. So, wenn ich jetzt sage, Dynamic, das ist hier, mache ich jetzt Dynamic A auf einen Slider zwischen 0 und 4, dann ist jetzt dieses Dynamic A mit diesem Dynamics A kurz geschlossen. Und wenn ich das jetzt mache, sehen Sie, was passiert. So, dieses Ding, diese Sensibilität kriegt einfach immer verschiedene Anzüge. Das zählt ja immer, man macht dann immer unterschiedliches Theater. So, die Zahlen machen einfach immer Theater. Was immer Sie wollen, macht das. So, das wollte ich Ihnen
Zeit. Ich denke, das ist sehr, sehr eindrücklich, um ihn auszutreiben, dass es so etwas wie Form und Struktur gibt. Nee. Das sind lebendige Objekte, schattig. Und die bestehen aus Form und Struktur. Und es macht irgendwie keinen Sinn, das auseinanderzuhalten als kategorische Sache. Und deswegen ist das auch mit dem Text so, dass sie den drehen. So, und je nachdem, was sie dann tun und in welcher Umgebung sie sind, also in welcher Lokalität, ändert sich das. So, das heißt, die Vorstellung ist jetzt, dass wir als Individuen, als Personen tatsächlich in solchen Strukturform-Dingen sind und deswegen, je nachdem, wo wir sind, in welcher Umgebung, wie wir aufgewachsen sind, was wir erlebt haben und so weiter, einfach uns anders drehen. Weil unsere Geschichte eingefaltet ist. Aus der globalen Perspektive. Das ist einfach viel lustiger, als Buchstaben abzuzählen von 500 bis 800. Das war einfach kein Spaß. So, das wollte ich Ihnen zeigen. So, das haben wir ja im Prinzip durchexerziert. Das Interessante ist jetzt, wenn jetzt solche Personen mit unterschiedlichen Geschichten an verschiedenen Orten Form und Struktur nicht deckungsgleich haben, wie können wir miteinander reden? Also was kann man da machen? Man hat weder Form noch Struktur. Das heißt, man weiß gar nicht, was man reden soll. Wie soll man da hergehen? Ohne einen absoluten Punkt von außen. Das ist immer relativ einfach, wenn Sie Buchstaben abzählen. Dann sagen wir, da ist meine Referenz, diese Art von globaler Logik, dass die Buchstaben immer aufgereiht sind, dass man die Zahlen hat, dann kann man abzählen und dann ist der dritte Buchstabe anders in dem Text wie der dritte Buchstabe in dem und gibt es einen Unterschied. Super. Da braucht man aber immer diese absolute Position, eine Gottposition. Sonst kann man nicht die Zahlen auf immer alle Texte gleich anwenden. Das geht hier nicht. Was kommt immer darauf an? Wie die Dinge gedreht sind. Und Drehungen heißen immer, man kann es ist irrational. Da kann man nicht vorhersagen, was passiert. Man muss halt machen. So, zwei Strukturen, die lokal sind, dass die miteinander reden, das nennt man Übersetzung. Und das will ich Ihnen zeigen, wie das geht, weil das ist eins der Kernprobleme, die wir haben. Und wenn Sie zum Beispiel zu Google Informationsmodelle gehen, da sagt man, also man hat ja den berechtigten Grund und die berechtigte Anliegen, dass man Gebäude vergleichen möchte, dass man zum Beispiel in den Kosten, dass man lernen möchte von Gebäuden, die schon gebaut sind und so weiter. So, die Vorstellung in allen Diskussionen ist, dass man, um das zu können, gemeinsame Strukturen braucht. Das heißt, man muss zum Beispiel Formulare ausfüllen von dem einen Gebäude, das gleiche Formular von dem anderen, und dann kann man das ausrechnen mit der God's Eye View. So, das sind nur die Forschungsmodelle. Das heißt, man hat Schemen und Strukturen, die definiert sind, man nennt das Ontologien, vor jedem Gebäude. Sprich, man muss sowas wie ein Formular haben, wie bei der Bank oder bei der Steuererklärung. Und wenn das Haus, alles was von dem Haus nicht in dieses Formular reinpasst, ist nicht da. Das heißt, die Vorstellung ist, dass man Architektur in Formulare reinbringt, und zwar alles Architektur von der ganzen Welt und in aller Zukunft. Was vollkommen absurd ist. Und das zu einer Zeit, wo das Internet funktioniert. Und zwar genau, weil es dieses Problem gelöst hat. Die Lösung für das Problem ist, wie ich Ihnen das erzählt habe, dass Form und Struktur gezirkelt werden und nicht mehr linear sind und dass man übersetzen kann. Das heißt, dass ich eine Persönlichkeit mit einer anderen Person auseinandersetzen kann über bestimmte Dinge. So, jetzt zeige ich Ihnen, wie das geht. So,
So, wir haben zum Beispiel hier den Webcode. Das ist eine Webseite, die sieht so aus. Das hatten wir diskutiert. Die sagt einfach, hey, hey. So. Jetzt kann ich, das ist immer ein Pfeil, oder wir können das auch nochmal machen. Hier, dann machen wir hier, ich habe immer den Texteditor, neues Dokument. Das muss ein Plaintext sein, ohne Formate. Da setzen wir jetzt einfach dieses Ding hier rein, diesen String hier rein. So, das kann ich eben größer machen. Das speichern wir auf den Desktop und sagen test.html. So, jetzt haben wir hier eine Webseite und wenn ich das aufmache, steht das da. In Safari können Sie hier, das hatte ich Ihnen auch gezeigt, bei der Advanced hier die Developer-Menü zeigen. Dann haben Sie hier das Developer-Menü, können sich den Code hier anzeigen lassen, Web-Inspector. Und dann sehen Sie jetzt hier unseren Code, den wir geschrieben haben. Das ist der Code, der wird gedreht und dann gerendert in die Webseite. So ist das immer. Gut. Jetzt können wir den laden. Import. Jetzt sagen wir HTML-Code. Das ist Import von. Und jetzt sagen wir System. Input von einem File open. So, drehe ich wieder und jetzt ist das halt so, dass er mich hier fragt. Ich sage Desktop und ich möchte das hier laden. Open. Aber ich möchte, jetzt hat er das schon gerendert, weil er gesagt hat, ah, das ist ja prima, das ist ja HTML, das kann ich. Das interessiert uns aber nicht. Wir möchten ja gerne das als so wie es ist. Das heißt, wir müssen Plain Text importieren. System Dialog Open hier. So, genau. System Dialog Open, drehen File Open, dann hier Text. Also nochmal. Desktop, Text. Und hier haben wir den dann geladen. Das ist jetzt unser HTML-Code. Das können wir mit jeder Webseite so machen. Das werden wir auch tun. So, das ist ein String und das ist jetzt für Mathematiker einfacher zu behandeln, wenn Sie jetzt einfach sagen XML Code und jetzt übersetzen die das in eine andere Form, die von Mathematiker besser zu behandeln ist. Jetzt sagen Sie HTML Code, XML Code ist Import String von HTML Code und jetzt sagen Sie, das soll XML. Das ist eine Stufe abstrakter. So, und jetzt sehen Sie, dass das Gleiche jetzt übersetzt. Hier Doctype steht hier, HTML steht hier. Ist immer Form, Inhalt, Form, Inhalt, Form, Inhalt. Und jetzt einfach ein bisschen anders sortiert. So, hier hatten wir immer HTML fängt an, HTML hört auf. So, und hier steht jetzt HTML, XML-Objekt, HTML fängt an und das hört hier hinten auf. Nehmen wir diese Klammer. Und hier steht jetzt immer das auf die Art Start, Ende. Start, Ende. Und hier steht jetzt bei P für Paragraph, hier haben wir XML-Element P, Start, Ende. Und da drin ist ein Bold und dann ein Italic und hier haben Sie ein Bold. Die haben sein Italic, da drin ist jeweils hey, hey, so, 1:1 einfach übersetzt. So, das, wenn ich jetzt das zum Beispiel den Text lesen möchte, dann gehe ich jetzt her und sage Cases. Und das ist das Interessante. Ich will das ja gar nicht alles wirklich wissen. Ich sage einfach Cases
auf den XML-Code. So, das ist die Welt. Einfach kann das ganze Internet sein. Und jetzt mache ich da einen Schlüssel drauf. Ich sage zum Beispiel, ich möchte gerne hier das hier sowas haben. Ich sage einfach Copy und setze als zweites Element hier einen Schlüssel rein und sage, gibt es das in der Welt? Und dann sage ich alles davon. Und weil ich jetzt in dieser kleinen Welt etwas nehme, was es da schon gibt, findet er das natürlich. So, jetzt kann ich aber hergehen und sagen, gib mir zum Beispiel, was immer hier steht, also was immer hier in dem Body steht, von hier bis hier, gib mir das. Dann mache ich hier eine Variable, einen Joker rein. So, jetzt kann in der Welt ganz viele XML-Elemente stehen mit P und dann eine leere Liste und dann gibt er mir die immer raus. In diesem Fall ist das nur eins davon, nur dieses eine Mal. Weil das nur, ich könnte aber jetzt zum Beispiel sagen, jetzt haben wir, den, wir haben keins doppelt. Ne? Doch, wir haben, nee, wir haben keins doppelt. So, das heißt, ich habe jetzt hier einen Joker. So, ich kann jetzt sagen, das hier möchte ich gerne haben. Und das soll x sein. Das möchte ich gerne, nur das möchte ich gerne haben. Dann kriegen Sie jetzt mit diesem Schlüssel einer Variablen, die setzen das auf x, in dieser Welt, was immer hier drin steht, genau das. Genau das raus. So, wenn ich jetzt frage nach B, dann ist der Schlüssel jetzt etwas anders und dann kommt Hey raus, weil dieses hier matcht. Wie immer die Struktur ist. Ja? So, wenn ich jetzt hergehe und sage, machen wir hier P und sagen, das ist jetzt unser MTPF-Text, so wie wir das diskutiert hatten letztes Mal, dann wird das übersetzt. Das heißt, er geht mit dem Schlüssel hierher, guckt in der Welt, was immer das ist, und übersetzt das jetzt in den Text für Mathematiker. So, dann sagt er, da kommt jetzt also raus, Cell, Textdata, das kommt von unserem Text hier, dann haben wir hier XML-Element B, XML-Element I, A und dann Text. So. Jetzt können wir sagen, das ist zum Beispiel, das sind unsere Textbausteine. Jetzt können wir zum Beispiel sagen, weil es das ja nicht gefällt, weil wir den ja nicht lesen können, diesen Text, gehen wir wieder und sagen Replace. Nehmen diesen Text, das heißt jetzt dieses hier, gehen hier, setzen den hier rein als Welt und sagen, wir ersetzen das hier durch ein Bold X. So, das hier, also Hey, würde matchen und das soll ein Bold werden. Und das hier, das I, das heißt hier ist wieder das Hey innerhalb der Klammern, das soll ein Italic werden. Und das möchten wir gerne ersetzen alle. Und dann sehen Sie jetzt hier Cell, Taildata, Stylebox, Hey, Font und so weiter. Wenn Sie das Cell Print, Text 1 machen, steht das als Mathematiker da. So, das ist das Prinzip, mit dem Sie das tun. Dann haben wir die Welt, dann haben Sie Schlüssel. Sie holen aus dem Schlüssel bestimmte Elemente raus, das heißt Formen raus, aus den Strukturen raus und setzen die dann in eine andere Struktur rein, um sich da rauszukommen.
So in dem Fall haben wir jetzt die Strukturen des Textes aus dem Internet rausgeholt, also die Formen aus der Struktur des Internettextes rausgeholt und übersetzen ihn jetzt als Form in die Struktur von einem Mathematikertext. So geht das immer. Ja. Wenn ich jetzt hergehe und zum Beispiel sage, hey, you. Und das ist jetzt unser Text. Oder ich setze noch ein B dahinter. So ungefähr. Ich muss ja einfach hinter den Paragraphen setzen. So. Das ist einfach komplett anders. Und wenn ich kann auch das Ding nochmal davor setzen. So, jetzt haben wir einen anderen HTML-Code. Das hier brauchen wir nicht überlegen. So, dann geht das jetzt hier, dass dieses Ding hier was irgendwas anderes macht, das interessiert sie nicht. Das interessiert sie auch nicht. Aber das interessiert. So, das ist das ganze Spiel vom Internet. So, lassen wir einmal etwas Pause machen und dann zeige ich Ihnen nicht mehr im Detail. Im Detail kann ich Ihnen morgen das nochmal genauer vormachen, aber dann zeige ich Ihnen, wie man aus Twitter die aktuellen Nachrichten von Reuters News zum Beispiel bekommt und wie Sie dann die aktuellen Nachrichten nach Mathematik reinholen können mit Knopfdruck. Ohne Werbung, mit Bildern. So. Das zeige ich Ihnen, wie das geht. Und es ist ja klar, also diese Dinge gehen jetzt, dass Sie, ich kann einfach hier die, also aus diesem Ding hier, ich zeige es Ihnen jetzt noch einmal kurz hier. Wenn Sie jetzt so etwas haben hier, eine Grafik, so, dann ist jetzt der Code, ist das hier. So, jetzt kann ich direkt fragen, Cases, Code, das ist meine Welt, und jetzt frage ich, was ist der Radius von der Disk? Dann frage ich Cases dieses hier, sage hier X, das möchte ich gerne haben, den möchte ich gerne rauslesen, und zwar alle. So, und dann sagt er ein Viertel. Wenn ich die Grafik jetzt hier einpacke, wie wir das hier gemacht hatten, also irgendwas anderes, dann ist der Code das. So, jetzt frage ich wieder. Und dann sagt er, müssen wir mal den Namen gerade machen. Sollte funktionieren. Kann ich irgendwann. So, Code. Eigentlich müsste es funktionieren. A22. Das Problem ist hier 2,2 und da ist A2. Das heißt, okay, machen wir hier. A. Und hier kann ich sagen, ja, das ist mir egal, wo der ist. Und dann holt er mir das Viertel raus. Egal, wo es ist. Deswegen sage ich, das ist die Welt. So, Sie können einfach dann ein Gebäude haben, das haben Sie so beschrieben, in Struktur und Form. Und dann holen Sie einfach die ganzen Spitzen raus, alle roten Sachen raus. Oder Sie messen die Preise raus, was immer. Sie holen einfach die Sachen raus. Und Sie brauchen nicht überlegen, was es ist. Sie müssen halt einfach nur lernen. Das sage ich immer. Es gibt keine Antworten. Wir müssen einfach gute Fragen stellen. Und damit ist es unerheblich, wie das Ding hier formatiert ist, welche Struktur das hat und so weiter. Sie führen einfach da durch. Sie finden, wenn der Schlüssel spezifisch genug ist, können Sie das gesamte Internet hier draufstellen und suchen das einfach. Und Sie finden die Stelle. So wie Sie die Buchstaben im Text finden, indem Sie Nature und Pattern und so weiter.
so finden Sie einfach Strukturen in diesen Hierarchien und Verästelungen. Das heißt, wenn Sie Fragen stellen lernen können, finden Sie das. Und es wird alles zusammengesucht. Jetzt kann ich das ein bisschen faken hier. Machen noch ein zweites dazu. Und das findet er. Jetzt habe ich einen dritten. Und dann findet er die beide. Das ist der Trick. So, das wenden wir nachher an auf Reuters News. Und dann haben wir es. 5 Minuten Pause und dann.